DOMvirtual ist die digitale Strategie zur Erfassung, Erschließung und Dokumentation der Bestände des Deutschen Optischen Museums in Jena, begleitend zum kompletten Umbau des Museums. Die Stiftung Deutsches Optisches Museum ist letztes Jahr mit dem Museum an die Öffentlichkeit getreten, hat ein bestehendes Museum übernommen und hat sich jetzt zur Aufgabe gemacht zu sagen, wir werden innerhalb von 4 Jahren ein komplettes Haus umbauen, werden die Sammlung digital erschließen und werden halt ein komplett neues Museumskonzept parallel entwickeln. DOMvirtual ist quasi eine Komponente neben dem Ausstellen und Vermitteln der zukünftigen Museumsarbeit. Dass man sagt, alle Prozesse, die die Museumsarbeit betreffen, laufen im besten Fall digital ab, werden dokumentiert und ausgehend von einem Prozess, zum Beispiel ein Objekt wird erfasst, wird beschrieben, können wir Social Media befeuern. Wir können genauso gut die Forschungsplattform einbinden und auch Vermittlungskonzepte entwickeln. Die Herangehensweise war so, dass wir gesagt haben, was gibt es für bestehende Plattformen, was gibt es für bestehende Workflows, welche Teile davon können wir verwenden und was können wir letztendlich verbessern, variieren und eine komplette Prozesskette daraus entwickeln. Die Herausforderungen selber sind die Objekte, die sind ziemlich komplex, dadurch, dass sie glänzen, dadurch, dass sie spiegeln. Also das ist dann wirklich beim Fotografieren und auch beim 3D-Scannen herausfordernd. Den Rest der Infrastruktur, den hatten wir relativ gut vorgegeben, weil wir mit einer Vielzahl von Partnern zusammenarbeiten können. Wir sind jetzt im Monat 9, seitdem wir in dieses Projekt eingestiegen sind, ist so, wir haben schon eine Vielzahl von Forschungsanträgen eingereicht, auch schon bewilligt bekommen. Den Workflow selber werden wir zum Ende des Monats aktiv schalten und wir werden ihn auch online verfügbar machen. Also wir wollen auch, dass das Museum und seine Digitalisierung während der ganzen Umbauphase quasi im Zugriff von außen möglich ist.